Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute möchte ich euch was vorstellen, was es noch nie auf meinem Kanal gab. Und was ist was ganz Spezielles. Und zwar, jetzt mache ich keinen richtigen Command, sondern heute gibt es eine Function in Minecraft. Die Function, also der Function Command wurde hier in der 1.12 hinzugefügt. Das Command für 1.12. Und ja, das ist ja dieser Command hier, Function, und mit dem wollen wir arbeiten. Und der ja, er vorbereitet, und das will ich gerne mal zeigen. Und ich würde sagen, ich installiere das ganz kurz mal. Also wir brauchen keine Command-Maschine, sondern wir brauchen nur den Chat. Ich schreibe jetzt einfach hier rein Function und dann Serve und dann Install. So, was gemacht haben, steht hier: The Surfboard Sandcastles and Kayak Model has been installed. Created by Mr. Garretto. Und hier ist keine Command-Maschine oder so, sondern alles in einem Bird-Safe. Also wenn ihr das downloadt, bekommt ihr so ein, eine Datei, eine ZIP-Datei. Und da müsst ihr die Dateien in den World-Safes, also in diesen, in eure Welt, im Safes-Ordner reinpacken. Und haben das installiert, aber da gibt es noch so ein Textfile, wie er es genau macht. Auf jeden Fall, ja, keine Commands, sondern nur mit diesem Function Pack. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ein eigenes Texture Pack auch. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Sandburgen an. Wir brauchen mal ein Bucket und eine Eisenschaufel. So, das droppen jetzt beides auf den Boden. Dann kommen wir hier an der Beach Shovel raus und ein Beach Bucket. Und das sieht schon mal richtig cool aus, oder? Oh, das sieht cool aus. Und so auf den, also wir müssen jetzt einmal auf den Boden droppen. Haben wir so einen Eimer, geil, brauchen wir einsammeln. Und jetzt werden wir ein bisschen Sand schaufeln. Wir brauchen diese B-Schaufel. Jetzt gucken wir auch unten auf den Boden und sneaken. Dann haben wir jetzt hier die B-Schaufel, die ist halt hier aufgefüllt. Und jetzt müssen wir das hier in den Eimer droppen. So, dann füllt sich das auf. Wenn wir das jetzt rechtsklicken, dann yay, dreht sich das um und wir haben einfach mal eine Sandburg. Eine Sandburg. Oh mein Gott. Jetzt kann ich auch was irgendwie mit Spectral Mode. Wie sieht das aus? Mit Armor Stance, okay. Ah, das sieht mal richtig cool aus. Aber es geht natürlich noch ein bisschen mehr. Wir können auch eine Sandburg machen. Und jetzt zum Beispiel zweimal sneaken. Also so. Drauf. Und jetzt nochmal einsammeln und nochmal was chippen. Und nochmal drauf. Mal das jetzt umkippen. Kommen wir noch eine größere Sandburg. Oh yeah. Also doppelte Sandburg. Manchmal noch mal ein bisschen toppen. Hier Sandburg drauf werfen. So. Hier drauf werfen. Und nochmal. Und jetzt haben wir das Maximum erreicht. Können wir hier auskippen. Und riesiger Sandburg. Oh yes. Und das sieht immer richtig cool aus, oder? Komm schon, das sieht doch richtig cool aus. Wir können jetzt zerstören, indem wir mal Wasser drauf weiß und mal aufmachen hier. Wasser einmal. Ich kann jetzt platzieren. Und verkackt. Kann man so machen. Dann würde das auch kaputt gehen. Genau. Und boah, ich mach wieder weg hier. Weil ich will nicht alles überfluten. Ist alles weg? Nö. Na. Jetzt aber. Okay. Sehr gut, das waren die Sandburgen. Als nächstes brauchen wir ein Surfbrett. Das bekommen wir, indem wir einmal Holz nehmen. Nicht Holz, sondern Wood. Und eine Iron Axe. So. Jetzt müssen wir die Iron Axe auf den Boden schmeißen und ein bisschen Holz drauf werfen. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir dafür. Ein bisschen bauen wir da schon, so ungefähr 10 Stück. Na, 8 Stück bauen wir dafür. Dann haben wir so ein Surfboard. Oh yes. So noch ein bisschen färben, zum Beispiel mit Grün. Also, ich nehme kurz irgendwie so. Wer ist das jetzt auf Minecraft-Sprache? Ach, Lime 3. Also, ich weiß nicht, früher mit Green noch einen Namen. Lime Green oder so. Keine Ahnung. Wir können das auf den Boden droppen. Und, oder droppen oder setzen. Ich glaube, droppen.
Und das bleibt es auch drauf werfen. Dann kommt hier so ein grünes Sand Surfboard raus. Und es sind auch so die richtige Farbe im Inventar an. Oh yeah. Können Sie ins Wasser gehen und droppen. Können wir uns hier draufsetzen und können nichts machen. Warum nicht? Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen einmal Iron. Iron Ingots und Pisten. So, das müssen wir als Wäldern machen, ne? Das ist logisch, ne? Haben wir einfach gemacht. Also Wave Maker. Und jetzt kommt das ein kleines Minigame. Oh yeah. Auf Surfboard stellen. So. Wenn wir jetzt das droppen. Eine riesige Welle. Oh yeah. Okay, jetzt geht's ab. Die riesige Welle kommt und jetzt wird gesurft. Achtung, aufgepasst. Wir haben das komplett verkackt. Ja, so kommen wir ein bisschen surfen. Das hat nicht ganz gut geklappt jetzt. Na, ich gehe vielleicht ein bisschen weiter zur Seite nochmal. Eigentlich sollte das besser klappen. Kann ich drauf. Gucken, was jetzt klappt. Na. So ganz klappt das was nicht so. Und das ist ein bisschen schade. Eigentlich sollte man richtig schön surfen können da drauf. War noch mal einen letzten Versuch. Na. Eigentlich sollte man auch richtig surfen können. Ne, irgendwie funktioniert das gerade nicht. Aber dann kommt ihr in so ein kleines Menü rein, da könnt ihr dann mit der Blickrichtung das Surfer zu steuern. Von links mal so ein paar Hindernisse ein bisschen ausweichen, ne? Und dann oben guckt, also ein bisschen wie Flappy Bird, ne? Und ich muss mal fest hier. Wir sind viel Flappy Bird. Dann kommen natürlich auch so ein paar Items raus. Ich glaube, irgendwie verzauberte Gold-Ingots. Wenn ihr die auf den Boden droppt, dann kommen da so random Sachen raus. Also ein bisschen wie Lucky Blocks. Das funktioniert bei mir ein bisschen nicht. Funktioniert gerade leider nicht. Und ja. Dann eine Sache gibt es noch. Und zwar folgendes: Wir brauchen ein Boot. Haben wir hier noch Kanonenstick, lol. Ein Boot. Und das müssen wir jetzt hier drauf droppen. Ein Boot auf das andere Boot drauf. Und dann. Ah, ich glaube, da kenne ich mit Spruce Wood. So. Mit Outboot einfach nehmen, ne? Ich meine, so ein schönes Kajak raus. Das können wir hier platzieren. So, und dann haben wir so ein Minecart, können wir uns reinsetzen. Und, ja, mit, wenn wir Rechtsklick gedrückt halten, können wir mitfahren. Ich sag mal, man klicken, aber es geht auch mit gedrückt halten. Wenn wir richtig schön durch die Gegend fahren. Sieht natürlich ein bisschen billig aus mit dem Minecart, aber naja, ist auch egal, ne? Auf jeden Fall, ja, können wir richtig schon ein bisschen Kajak fahren hier. Und ja, das war eine coole Ferien-Command-Creation-Function. Passt natürlich jetzt gerade hier zum Herbstanfang, ne? Ich glaube, ich sehe das am 22.09. gerade. Ob jetzt heute ist ja Herbstanfang. Natürlich kommen wir natürlich mit Sommer-Stuff um die Ecke. Aber das wurde auch irgendwie erst vor ein paar Wochen released. Ich wollte es gar nicht vorstellen. Und besser früher als jetzt im Winter, ne? Auf jeden Fall, ja. Das ist gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen. Und tschüss.